Kommen wir jetzt zum Thema Milchschäum. Bevor ich euch gleich den Ablauf zeige, wie man so feinporigen Milchschaum schäumt, den man dann für Latte Art auch nutzen kann, möchte ich noch ein bisschen was allgemein zum Thema Milch und Milchqualität erzählen. Ein Großteil der Getränke, die in Coffeeshops konsumiert werden, sind ja Milchgetränke wie Cappuccino, Flat White oder Latte Macchiato. Und deshalb ist die Qualität der Milch eben sehr wichtig, die man nutzt. Ich würde euch empfehlen, ruhig mal ein paar Milchs miteinander zu vergleichen und mal so herauszufinden, welche Milch einem am besten schmeckt. Frisch und süßlich sollte der Geschmack sein. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Für Schäumen übrigens ist nicht so wichtig, welcher Fettgehalt die Milch hat, sondern der Proteingehalt. Also das beeinflusst eben das Schäumen und diese Proteingehalte sind durchaus vergleichbar bei unterschiedlichen Milchsorten. Deswegen kann man mit fettarmer Milch eigentlich genauso gut schäumen wie mit einem hohen Fettgehalt. Fett ist allerdings ein Geschmacksträger, wie bekannt ist, und deshalb schmeckt es manchmal intensiver, so ein Cappuccino mit Vollmilch zu trinken. Ich persönlich mag es auch lieber. Des Weiteren ist die Temperatur des Milchschäumens sehr wichtig, weil wenn der Milchschaum über 70 Grad oder Milch über 70 Grad erwärmt wird, verändern sich die Enzyme in der Milch so, dass sie verbrennen und dann schmeckt die Milch auch verbrannt. Das bleibt auch nach dem Abkühlen so und dann ist es einfach nicht mehr lecker, weil die Milch nicht mehr ihren süßlichen, frischen Geschmack hat. Deswegen kann man durchaus so ein Thermometer nutzen zum Milchschäumen. Und dann eben darauf achten, dass man bei unter 70 Grad das Schäumen beendet. Oder eben gutes Thermometer ist auch die Hand. Das heißt, ich kann die Hand ans Kännchen nachher legen beim Schäumen. Und wenn es dann wirklich heiß wird, breche ich den Schaumvorgang ab. Und dann weiß ich, dass ich meine Zieltemperatur erreicht habe. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Kännchen kalt sind zum Schäumen und die Milch kalt. Denn je kälter die Utensilien sind, desto länger dauert meine Schäumphase und desto leichter wird das Ganze. Man unterscheidet generell zwei Arten von Milchschaum. Einmal so grobporigen Schaum, den man vielleicht noch so aus italienischen Eisdielen kennt, wo dann oben noch so Kakao drauf geschüttet wird. Das sind eigentlich schon so zwei Phasen zwischen heißer Milch und obendrauf so ein bisschen Schaum. Und die andere Variante ist eben so feinporiger Milchschaum. Und damit kann ich dann wirklich, wenn ich so kann, mit so feinen Tüllen habe, so ausschenken die Milch, dass ich damit auch Latte Art kreieren kann. Dieser feinporige Milchschaum ist eben auch nur einphasig. Also ich habe von oben bis unten dann nach Möglichkeit nur Schaum und nicht heiße Milch plus Schaum, weil damit kann ich dann keine Latte Art erzeugen. Der grobporige Schaum wird dann zum Beispiel genutzt für Latte Macchiato, wenn man so sich die Phasen absetzen haben möchte in so einem Getränk. Und der feinporige Schaum wird eben für Cappuccino, Flat White oder Kaffee Latte genutzt. Soweit so gut. Ich schenke mal ein bisschen ein. Wichtig ist das Fülllevel auch. Da, wo die Tülle beginnt, also hier unten, da ist eigentlich immer so der beste Bereich. Also für die Füllmenge, so viel sollte man reinfüllen. Wenn ich jetzt weniger reinfülle, wird es schwieriger zu schäumen. Deswegen gibt es dann unterschiedliche Kannengrößen. Eine kleinere Kanne, wenn ich nur ein Getränk mache. So eine mittelgroße Kanne für zwei Getränke. Oder wenn ich noch mehr Getränke auf einmal schäumen will, dann gibt es auch noch größere Größen. Gut, ich gieße die Milch mal ein. Und als nächstes zeige ich euch dann die Technik des Milchschäumens. Generell ist es so, dass ich die Kanne in einer Hand habe, habe ich meistens in der linken, und die rechte Hand habe ich frei, einmal zum Aufdrehen der Milchdüse, zum Anfassen dann während des Schäumens, um die Temperatur zu kontrollieren, und nachher dann wieder zum Zudrehen der Düse. Vor dem Milchschäumen sollte ich einmal die Düse aufmachen vor jedem Milchschäumen, damit dieses Kondenswasser abgelassen wird, weil das würde auch Milch einsaugen und dann so ein bisschen diese Düse zusetzen. So, wie man sieht, ist die Spitze der Milchdüse so ein bisschen, also 1-2 cm, tauche ich sie so unter die Oberfläche, drehe jetzt die Milchdüse auf und wandere langsam nach unten. Das ist das Kratzgeräusch. Jetzt wird die Milchhand warm, gehe weiter rein und lasse sie rollen. Jetzt wird es heiß, jetzt drehe ich aus und das war's schon. Milch reinigen, dann kann ich noch das Kännchen einmal aufklopfen, um die restlichen Bläschen, die sich oben drauf
gebildet haben, zu zerschlagen und so ein bisschen schwenken auf dem Tisch, damit ich den Milchschaum, also damit ich die Milch sozusagen einphasig halte in einer Phase und sie sich nicht beginnt abzusetzen in diese zwei Phasen aus heißer Milch und Schaum. Denn das beginnt so nach 30 Sekunden, beginnt schon diese Absetzphase. Deshalb sollte ich relativ nah nach dem Milchschäumen schon die Milch fürs Latte Art auch nutzen. Das ist auch ein Grund, weshalb ich erst für Cappuccinos zum Beispiel erst den Espresso in Tassen ziehe, anschließend die Milch schäume und die dann direkt eingieße.